So, hallo, nächste Runde. Ich versuche wie immer schnell zu sein. Es ist jetzt schon 22:51 Uhr. Ich habe gerade festgestellt, dass ich noch gar nicht gewürdelt habe heute. So, 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 so. Oh mein Gott. Hey, wie viel? Okay, P. P it in. So. Widescreen is working well. Ja, absolut fantastisch. Danke dafür. P, 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 Purse. Zack. Dann nehmen wir noch die Coins mit rein. Zack. Dann nehmen wir noch. Oh, Wort 3 können wir direkt lösen. Das ist dann nämlich Crown. Stark, stark, stark. Haben wir direkt eins weg. Die anderen sind noch nicht so wirklich lösbar. Okay. Das O hat bisher die zweite Stelle abbekommen. Das wäre gut, wenn wir da nochmal noch andere Stellen checken könnten. Vielleicht mal am Anfang des O testen. Das U hat schon seine zwei Stellen. Ich versuche halt jetzt noch Buchstaben einzubauen, die wir noch nicht haben. Was gar nicht so leicht ist. Oh. Other. So. Oh, das hat beim Wort 7 jetzt schon ziemlich gut gescheppert. Da haben wir dann nämlich irgendwas O und dann ER. Gibt es. Lol. Das Wort heißt Out. Hä? Au Ach, Outer. Ja, natürlich. So rum ergibt es Sinn. So rum ergibt es Sinn. Okay, ich war kurz irritiert. So. Okay. Dann haben wir jetzt schon zwei drin. Und ganz viele Buchstaben aber auch noch nicht genutzt, die scheinbar ja noch vorkommen. Gerade das Wort 4. Gerade das Wort 4 hat ganz schön schlechte Karten bisher. Das hat nur das T. Also da muss ich noch ordentlich testen. Ordentlich testen muss ich da noch. Haben wir das eh schon an der zweiten Stelle mal gehabt? Nein? Dann probieren wir es da mal noch aus. Über Beach. Dann habe ich nämlich auch das A mit drin und das B. So. Okay. Wir haben jetzt nämlich noch ein bisschen mehr gewonnen. Oh, jetzt haben wir sogar ordentlich was gewonnen. Wenn ich jetzt nämlich mal ins Wort 8 gehe, dann haben wir da T, A, E hinten und S muss dann am Anfang sein. Also haben wir Star und dann kommt irgendwas E. Das könnte Steak sein. Das könnte Stale sein. Das könnte Stame, gibt es nicht. Das könnte Stay, so auch nicht. State kann es noch sein. F gibt es. Stage könnte es auch noch sein. Okay, sehr viel zu viele Wörter. Buchstaben. Okay. Aber so diese ganzen Sachen G, K, L, das müssten wir alles mal durchprobieren. Okay, aber vielleicht kommt es ja irgendwo noch automatisch vor. Wäre natürlich wünschenswert, nicht? Gut, im Wort 6 haben wir das O sicher vor dem R. Also dann zum Beispiel sah irgendein Buchstabe Ohr. Saver würde denkbar. Ich probiere Saver mal aus. Ja, warum nicht? Passt. Okay, oh. Ach so, nee, jetzt wusste ich ja schon, dass das da drüben Star ist. Ja, hab ich nichts davon gewonnen.
Dadurch habe ich nichts gewonnen. Okay. Gut. Wir müssen, wie gesagt, wir müssen dieses ganze GK, das müssen wir irgendwie jetzt noch mit einem Wort mal hier rauslocken. Mir fallen bei G immer nur so Sachen wie Ghost ein, aber das hat viel zu viel, was wir schon verwendet haben. Das ist Quatsch. Clay? Nein. Klage. Leider nicht. Kein Deutsch. Leider. Ich würde gerne bei Kill bleiben. Kriegen wir mit Kill irgendwas hin? Labs. Ist jetzt nicht so geil, aber ich muss irgendwie K&L testen. Wie viele Guesses habe ich denn noch frei? Also wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 ungelöste Wörter und... Jo, das wäre der letzte Guess jetzt. Ja, komm, wir probieren Klaps aus. Okay, das hat mir da drüben das L besorgt. Sehr gut, dann haben wir da drüben nämlich Stale. Dann haben wir da drüben nämlich Stale. Gut. So. Es hat auch noch das L im Wort 5 geholt, was mir noch nicht so viel nützt. Jo, die anderen haben einfach die ganzen Buchstaben drin, die ich nicht weiß. Aber ich habe jetzt nur noch das Problem ist, ich darf jetzt nicht mehr falsch liegen. Ich muss jetzt treffen. Ich muss jetzt mit jedem Wort treffen. Okay. Okay. Also wir hören mit E auf. Es kommt noch ein I vor. Es kommt noch ein L vor. Aber mehr weiß ich nicht über das Wort. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich meine, es könnte theoretisch... Nee, könnte es nicht. Boah. Das OR, kann ich damit was anfangen? Da ist noch ein I, kommt noch vor, aber das war es auch wieder. Und das I ist nicht direkt vor dem OR. So. Geil. Also es könnte mit I halt losgehen. Und dann... Ja, eigentlich kann es nicht mit I losgehen, weil ich wüsste nicht, was da hinkommen soll. Dann muss das I allerdings an der zweiten Stelle sein. Mirror schreibt man mit 2 R, ne? Ups. Ja. Gibt es Midor? Nein. Mixor? Mitsor? Mior? Mimor, Mivor, Migor. Okay. Gi. Nee.
Wie? Den anderen gibt es Fidor? Nein. Figor? Nein. Fimor? Nein. Boah, wo soll denn das, was soll denn das dann wieder sein? Die, Dimor, Difor, Digor, Widor, Vimor. Ich finde solche Wörter ganz komisch. Ach, keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Das kann das I vielleicht trotzdem am Anfang sein. Also I. Iftor, Imdor, Iktor. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Wort sein soll. Der Wixor. Ach, Mann. Ich kriege jetzt kein Wort mehr hin. Der Zug ist abgefahren. Tut, tut. Das sind alles zu wenig. Ich weiß nicht, wie ich da. Keine Ahnung. TA. Ja, und jetzt? Teddy. Ja, komm. Wir nehmen, nee, wir nehmen nicht Teddy, weil das wäre falsch. Ist Teddy? Nein. Taffy? Das gäb's. Ganz ehrlich, probiere ich aus. Mir egal. Wow, das trifft halt sogar. Trifft allerdings bei keinem anderen. Stark. Aber da ist zumindest F jetzt und Y auch raus. Weniger zum Rumprobieren. Weniger zum Rumprobieren. UHI und das U ist an zweiter Stelle und mehr weiß ich nicht. Das. U. Jetzt muss ich das I noch irgendwie einbauen. Udi. Ugi. Umi. Umdi. Ugdi. Ugmi. Meins könnte auch ein Q sein. Jetzt brauche ich noch ein I und ein H. Quick. Quim. Wüsste ich nicht, wie das sein, also aussehen soll.
ganz ehrlich wüsste. Aber ein anderes Vokal kann nicht vorkommen. Also das U kann auch vorkommen, aber das ist ja schon weg. Achso, das I darf jetzt ja gar nicht kommen. Also kein Qui. Wenn es ein Q überhaupt wäre, das ist ja der Punkt. Weiß mir gar nicht. Kann ja auch du H. Nee, H darf da ja auch nicht. Okay, wenn wir sagen, H ist nicht am Start, dann müsste H an der zweiten Stelle sein. Also an der vierten Stelle meine ich natürlich. Aber was soll das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht und ich bin wieder in diesem Modus, wo ich einfach auch nicht weiter raten möchte, weil ich habe keine Idee mehr. Ich habe keine Idee mehr. Lass mal das I hier hinsetzen. Und jetzt? Ich meine, ich könnte hier nochmal ein E setzen. Aber wie verbinde ich das jetzt mit dem anderen? Okay, mit einem G. Liege. Wir probieren es aus. Mir egal. War sogar richtig. Yo, damit haben wir gerade ein G gewonnen. Wir haben damit gerade ein G gewonnen im zweiten Wort. Oh. Oh, und das I haben wir auch festgelegt jetzt. Okay, lass mal mit dem G starten. Gimor gibt's nicht. Gior gibt's auch nicht. Gidor auch nicht. Gixor auch nicht. Gisor auch nicht. Givor auch nicht, dachte ich mir. Okay, dann muss das G in der Mitte sein. Dann haben wir Igor. Igor. Migor. Igor. Igor. Rigor. Okay, wir nehmen Rigor. I don't care. Aber es passt sogar. So, ein Wort bleibt. Ein U an der zweiten Stelle. Außerdem hat das Wort ein H und ein I. Und das war's. Und mehr weiß ich nicht. Oh mein Gott, ey. Hast du irgendwelche Fragen dazu? Hey, wie könnte man das Wort denn bauen? Mit dem, was ich habe. Mu. Nee, kann ich. Ich setze das H nochmal an den Anfang. Hu. Ich glaube, das hatte ich schon so Sachen wie Humi, ne? Ja. Hudi, das hatte ich, glaube ich, alle schon ausprobiert. Ja, ja, doch, ich erinnere mich. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich weiß nicht, ob ich drauf komme, wenn ich jetzt noch länger drüber nachdenke. Du.
Ach so, der Punkt ist ja der, wenn ich nicht mit H starte. Okay, wenn ich nicht mit H starte, muss das H ja an der vierten Stelle sein. Ach so, ja. Ach so, und dann muss das I ganz hinten sein. Dann würden wir mit HI aufhören. Wir würden mit HI aufhören. Also I. Irgendein Buchstabe, HI. Oh, gibt es Widi? Nein. Wimdi? Ah, es ist das H. Wo ist es? Was habe ich gesagt? Das H muss hier jetzt sein. Wim. Also so müsste es. Wim hier. Das ist Quatsch. Kann ich mehr tippen. Ey, feuchter. Nee, also W nicht vorne. Ach, wie. Es muss doch ein U kommen. Alter, ich bin lost schon wieder. Also Wu. Wu, dann irgendein Buchstabe und dann HI. Das wäre so die Idee. Also Wu. So zum Beispiel. Wudi oder Wumhi oder. Wuxi. Hi! Wuxi. Das ist aber alles Schwachsinn. Kein WU. Aber du ist auch nicht, weiß ich nicht. Dummhi. Nee, keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, ich gebe auf, ist mir egal. So. Humid! Niemals wäre ich darauf gekommen. Puh, ach Leute, was machen wir denn? Schon 22 Minuten. Ich wollte schnell machen. Jetzt wird es wieder überhaupt nichts mit schnell. Wir gehen jetzt erstmal ins Nördel rein. Wir gehen jetzt erstmal ins Nördel rein. Egal. Minus 3 plus 2 mal 4 ist gleich 5. Plus und Mal kommt vor. Okay. Interessant. Sehr interessant. Und 4 kommt vor. Also 4 mal 6. Wow, warum zweimal? 4 mal 6. Plus. Okay, nee, kann nicht sein. Kann so nicht sein. Machen wir mal 4 plus 6 mal 6. Warum nicht? Ist gleich 40. Oh, bisher alles erlaubt. Ist ja alles erlaubt. Okay, go. Yo! Strong. Okay. Es kommt 44 raus. Naja, dann habe ich halt 8 plus 6 mal 6. Ist gleich 44. Stark. Okay, immerhin etwas. Global. Wir müssten mit welchem Buchstaben? Mit P müssen wir starten. Na, dann starten wir mit Panama. Hallo, tipp halt ein. Junge. Okay, Panama war nix. Dann nehmen wir Polen. Scheiße, wie schreibt man denn Polen? Alter, wie schreibt man denn Polen auf Englisch? Bin ich dumm? Wir nehmen Portugal erstmal, das ist auch ein P. Ey, wie schreibt man denn Polen auf Englisch? Bin ich jetzt komplett lost? Ich habe doch nicht Pol. Lol. Wie?
Pole. Oh mein Gott, ja, natürlich Pole. Okay. Aber es ist etwas, also, ne? Also es ist. Wahrscheinlich geht es wieder in die Richtung. Ich mach mal Niger. Ja, wir gehen wieder in die Richtung. Oh nee. Wir gehen wieder in die Richtung. Guinea. Okay, nicht in die Richtung. Also da weiter runter. Das wäre hier. Oh, ups. Hoppala. Wie heißt es? Zentralafrika? Central Afrika? Schreibt man Central Afrika oder so? Ja, wie man das schreibt. Oh. Komm, wir testen mal Namibia. So, das weiß ich, wo es ist. Ah, das ist auch wieder heller. Also irgendwo da dazwischen. Ich guck nach. Central African Republic. Ach, so schreibt man das. Okay. Central African Republic. Ich schreibe jetzt mal Central und guck mal, ob es schon was draus macht. Nein, reicht nicht. Central Afri. Okay, aber da nimmt das nicht mehr an. Ah, wow. Jo, das ist schon ziemlich dunkel. Dann wird es wohl da drunter sein. Was war jetzt wieder da drunter? Ah, Kongo-Dings, das Kongo-Dings. Kong. Oh. Ja. Okay. Okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Es macht mich immer so müde, ne? Das ist schlimm. Lass uns noch Quirtle machen und dann hören wir auf. Ich kann nicht mehr. Nee. Was war mein Startwort vorhin? Ist egal, wir nehmen jetzt die Pause. Das geht auch. Coins. Yo, das Oins da unten einfach. Aber alle falsch. Interessant. Okay, ganz ehrlich, ich probiere da unten Peace. Place. Okay, Place. War die anderen sind jetzt noch nicht so. Wobei, wir haben P, I und E. Das ist schon einiges eigentlich sogar. Pri. Kein Wort, was das passt. Oh, Puiv passt. Okay, es ist Pui, aber dann der Buchstabe dahinter haben wir noch nicht. Pride. Ja, okay, Treffer versenkt. So. Einmal darf ich noch raten. Wir setzen mal O in die Mitte und testen den Ghost aus. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay, wir haben ein S, wir haben ein N, ein O und ein I. Und alles ist nicht an der richtigen Stelle. Sonic ist es also schon mal nicht. Und C ist raus. Da oben haben wir ein R an zweiter Stelle. Boah, ich habe keine Ahnung. Außerdem kommt ein A und ein O vor.
Also Ohr wäre denkbar. Aber jetzt kein A. Orma. Ormax. Ormei. Oh. Oh, ich hab was. Und zwar Arrow. Wäre voll denkbar. Schade. Aber tatsächlich starten wir mit AR. Krass. Aber kein zweites R. Schade. Arbor. Ja, und Bison da unten. Ja, alles klar. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Reicht für heute. Schnell hochladen und dann ab ins Bett. Gute Nacht.